Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat kurz vor dem NATO-Gipfel in der kommenden Woche zunächst Bulgarien und anschließend Tschechien besucht. Bei den Gesprächen mit den dortigen proeuropäischen Regierungen geht es um Waffenlieferungen für die Ukraine, vor allem aber auch um die NATO-Ambitionen seines Landes. Anschließend reist Selenskyj in die Türkei, ebenfalls ein NATO-Mitglied. Bei einem Treffen mit dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel äußert sich Selenskyj bezüglich einer Mitgliedschaft der Ukraine in dem transatlantischen Militärbündnis mit deutlichen Worten. Alles, was wir brauchen, ist eine Einladung. Wir verstehen, dass es schwierig sein könnte, die einheitliche Unterstützung aller Bündnispartner zu bekommen. Einige blicken noch immer nach Moskau zurück, andere haben Angst vor Russland. Ich glaube jedoch, dass dies eine große Chance ist, den Mut und die Stärke des Bündnisses zu zeigen. Es geht um ein klares Signal, um einige konkrete Dinge, die in Richtung einer Einladung gehen. Wir brauchen diese Motivation. Wir brauchen Ehrlichkeit in unseren Beziehungen. Selenskyjs Erwartungen könnten beim NATO-Gipfel in der kommenden Woche in Litauen erfüllt werden, zumindest wenn es nach den östlichen Mitgliedern geht. Erst vor wenigen Tagen hatte der litauische Präsident Gitanas Nauseda in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP betont, dass der Ukraine auf dem NATO-Gipfel viel geboten werden könne. In Kiew sagte Nauseda: Die Ukraine wird Mitglied der NATO werden. Litauen unterstützt die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO. In Vilnius muss klar gesagt werden, dass die Ukraine Teil der transatlantischen Sicherheitsarchitektur ist und wir müssen uns auf dem Weg zur Mitgliedschaft einigen. Der NATO-Gipfel findet kommende Woche Dienstag und Mittwoch in Vilnius statt und wird bestimmt von den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Eingeladen zu dem Gipfel ist auch Selenskyj. Westeuropäische Regierungen stehen dem ukrainischen Beitrittsgesuch weitaus skeptischer gegenüber als viele osteuropäische Länder.